Unsere Arbeitswelt wurde sehr beeinflusst und so auch unsere Zero Project Unternehmensdialoge. Wir sind digital geworden und welche Möglichkeiten das für Menschen mit Behinderung bietet, haben wir gemeinsam mit unserem Partner Microsoft beleuchtet. Wir sind in die Digitalisierung katapultiert worden. Das heißt, hybrides Arbeiten ist zur Normalität geworden. Es gibt auch die technischen Tools, dass Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilnehmen können. Das ist eine Riesenchance. Und ich kann jetzt nur aus meiner Position des Rollstuhlfahrers sprechen. The time is now. Jetzt sind die Menschen mit Behinderung, die vielleicht Arbeitsplatz suchen, und für Unternehmen sind genau das eine große Zielgruppe an Wissenden, die man auch ins Unternehmen bringen kann. Die Zero Project Unternehmensdialoge sind heuer auch online und das ist eine große Chance. Wir können mehr Unternehmen mit unseren Botschaften erreichen und auch eine Diskussion anregen, die so analog nicht möglich gewesen wäre. Der wechselseitige Austausch zwischen den Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen war uns auch in den Online-Formaten in Form von Breakout-Sessions besonders wichtig. Im Bild sieht man das auch, wie ich das sehen würde. In den Sensing Journeys sensibilisieren wir, um Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Und das gelingt uns nicht nur im persönlichen Gespräch vor Ort, sondern auch, wie wir gemerkt haben, sehr gut im digitalen Raum. Das heißt, hier öffnen sich in der Digitalisierung auch neue Chancen für Unternehmerinnen und Betroffene mit Behinderung. Homeoffice und Digitalisierung eröffnet für viele Menschen ungeahnte Möglichkeiten. Ein sehr inspirierendes Beispiel ist Herr Wagner aus der Steiermark, der seit über 20 Jahren für ein Online-Wettbüro tätig ist. Also die Technologie oder das digitale Zeitalter ist für mich eigentlich sehr wichtig, weil eigentlich mein ganzes Leben oder der Alltag besteht aus Digitalisierung. Wir sind ein digitales Unternehmen. Ohne Digitalisierung würde ich nicht die dementsprechende Selbstständigkeit und auch nicht einen gemeinsamen Arbeitsplatz. Herr Wagner hat mich einfach schwer beeindruckt und er ist das beste Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man bereit ist, eine Lösung zu finden, um Talente von Menschen mit Behinderung einzusetzen. Und genau das wollen wir auch bei den Unternehmensdialogen zeigen. Als illustrierende Moderatorin bin auch ich ins digitale Zeitalter katapultiert worden und gerade bei den Unternehmensdialogen durfte ich das neue WeFrameBoard ausprobieren, um eine zeichnerische Zusammenfassung zu machen. Der digitale Austausch funktioniert. Wir haben den Unternehmerinnen und Unternehmern eine Plattform für diesen Austausch geboten und sind sehr froh, dass wir auch die Politik mit an Bord hatten. Es muss unser gemeinsames Ziel sein, die Inklusion so stark als möglich voranzutreiben. Unternehmen sind gefordert, ihre Arbeitsprozesse neu zu denken. Und hier sehe ich eine große Chance, Menschen mit Behinderungen mitzudenken und mit einzubeziehen. Wir sagen dazu gern, die Technik macht vieles möglich. Das stimmt aber nur zum Teil. Denn möglich machen es immer die Menschen. Das gilt für Webseiten, die barrierefrei sind. Das gilt für Zugänge in Gebäude. Das gilt für Zugänge zum Arbeitsmarkt, zum Berufsleben. Für mich das größte Learning heuer war, dass auch online ein Beziehungsaufbau möglich ist und dass wir viele neue Unternehmer dadurch erreichen konnten. Es zahlt sich aus, mutig zu sein und diesen Schritt zu machen, Menschen mit Behinderung im Unternehmen die Chance zu geben. Und da können einfach nur alle gewinnen. Wir sind gefragt, neue, kreative Lösungsansätze zu suchen für viele oft alltägliche Dinge. Das ist der gelebte Alltag von Menschen mit Behinderungen. Sie finden neue, kreative Lösungswege für ihre Herausforderungen. Und gerade das Potenzial können Unternehmen derzeit nützen.